Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Symbol 3 auf der Strecke München-Augsburg. Wir sind heute unterwegs mit der Baureihe 403, dem sogenannten ICE3 der Deutschen Bahn. Und ja, stehen in München am Hauptbahnhof und schalten hier alles diesbezüglich einmal ein. So, wir machen die Transparenzscheibe ein, damit uns keiner in den Führerstand gucken kann. AFB setzen wir auf Sollfreigabe, knallen das Ganze erstmal hoch auf 40 km/h. Haben wir genau. Führerstandsbeleuchtung können wir auslassen. Spitzensignal setzen wir auf Normal. Gucken wir mal gerade, wie es aussieht. Ja, das ist in Ordnung. Wir fahren in der Einfachtraktion, keine Doppeltraktion, leider. Aber ich glaube, am frühen Morgen ist das auch noch in Ordnung. So, gucken. Genau, das passt alles. Wir warten jetzt gerade noch ein bisschen einmal ab hier. Eine knappe Minute, bis wir abfahren. Das Abfahrtssignal bzw. das Ausfahrtssignal hier in München am Hauptbahnhof steht noch auf Halt. Ja, in der Zeit habe ich gerade die Möglichkeit, gerade noch kurz einen Schluck aus meinem Kaffee zu trinken. Verzeiht mir ein bisschen, dass ich gerade außer Atem bin, aber ich musste gerade noch eben schnell bei mir zu Hause in den Keller rennen. So, wir gucken. Fahrzeit ungefähr sind aktuell 32 Minuten angedacht. Wir schließen schon mal die Türen und haben einen Zwischenhalt in München-Pasing, der hier mit eingebaut ist. So, die Türen sind zu. Wir ziehen schon mal ein wenig vor, denn wir sollten jetzt eigentlich gleich Ausfahrt erhalten. Okay, ich nehme doch wieder Leistung weg, weil das Signal doch noch nicht umspringt. Da wird uns wahrscheinlich jetzt gleich noch irgendwo was entgegenkommen, was gerade Einfahrt in den Münchner Hauptbahnhof erhält. Können wir doch schon wieder anbremsen. Geht doch noch nicht pünktlich los. Und so entstehen die Verspätungen bei der Deutschen Bahn. Wenn einer Verspätung hat, ist das wie eine Kette, was sich dann komplett durch den Tag zieht. Da hinten in der Ferne erkennen wir schon was. Ich weiß gar nicht, welche Baureihe das ist. Ich glaube die 422. Die uns gerade noch die Ausfahrt versperrt. Die dürfte sich meines Erachtens nach auch mal ein bisschen beeilen, weil wir hier raus wollen. Ah, naja, so ist das. So, um 5.49 Uhr sollen wir schon in München-Pasing am Bahnsteig 10 sein. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Vielleicht plus anderthalb, zwei Minuten einmal drüber. Aber ich werde natürlich versuchen, diesbezüglich hier die Verspätung dann gleich wieder einzufahren in einem Rahmen meiner Möglichkeiten. Das heißt, schnell hochbeschleunigen, spätes Bremsen. Habe ich mal so gelernt, als ich mich mit dem Lokführer unterhalten habe. Das ist eigentlich so die gängige Variante, wie man versucht, Verspätungen wieder einzufahren. So, wir schalten Leistung auf. Und wie ich ja gesagt habe, gleich komplett draufknallen. Die Leistung, Befreiung ist auch schon drinne. Wobei ich eigentlich hätte gar nicht drücken brauchen, weil wir dürfen nur mit 40 raus. Und die Befreiung gilt erst ab 45 km/h. So, das zieht sich jetzt hier gleich erstmal noch ein bisschen hin. Bis wir raus sind, wir fahren am frühen Morgen, deswegen sieht das alles noch ein bisschen dunkel aus. Drücken die SIFA, weil sonst kriege ich gleich wieder die Bremsung zum Stillstand.
gucken wir jetzt gleich mal, dass wir hier zügig rauskommen. Aus dem ganzen Gleis, wie er war. Okay, der ist noch nicht ganz rum. So, in 100 Metern dann 130 km/h. Von mir aus dürfte der jetzt auch gerne schon rumspringen auf 40, 50, 60 km/h. Damit wir schon mal ein bisschen beschleunigen können. Aber er bleibt stur auf 40. Und jetzt springt er gleich hoch auf 130. Sobald wir mit dem kompletten Zug dort drüber sind. Das ist jetzt der Fall. Und dann gib ihm. Ja, hier auf der linken Seite das Münchner ICE-Werk. Was wir jetzt sehen, ist gerade noch die Waschanlage. Dort hinten, hinter der Brücke links, seht ihr das ICE-Werk, wo die ganzen ICEs, wie der Name das schon sagt, gewartet werden. Ich glaube, hin und wieder nehmen die auch mal eine Regionalbahn, habe ich mir sagen lassen. Ob stimmt, weiß ich nicht. Die denn dort auch mal mit gewartet wird, aber hauptsächlich natürlich ICEs. Und dann, geht's hier los. Mal gerade die Maus ein bisschen beiseite. Genau, also wie gesagt, vorbei links am ICE-Werk auf dem Weg jetzt nach München-Pasing, wo wir auch gleich schon wieder runterbremsen müssen. In 3,8 Kilometern kommt nämlich Tempo 60. Er ist eigentlich auch eine schöne Schnellfahrstrecke, ähnlich wie die Würzburg nach Kassel von der Geschwindigkeit her. Ich bin ja sowieso so ein Mensch, der gerne Schnellfahrstrecken fährt, wobei das ich sag jetzt mal, der Regionalverkehr natürlich auch relativ schön ist. Man sieht ein bisschen was von der Landschaft und allem drum und dran. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Da nehmen wir uns dann mal Dresden-Riesa vor und nehmen da mal eine Regionalbahn. Ich weiß noch nicht, ob ich die 146 fahre oder die 442, den Talent oder Hamsterbacke auch genannt. Müssen wir schauen, kommt drauf an, wie ich Lust habe. Neue Folgen Arno sind für euch auch produziert. The Long Dark ist derweil auch in der Mache und den Farming Simulator kriegt der von mir ja sowieso mit präsentiert. Jetzt dürfen wir auch schon runterbremsen auf 85 km/h. Jetzt muss ich doch ein bisschen mehr an der Bremse ziehen, weil wir doch noch ein bisschen schnell sind. Ja, mit der Baureihe 403, dem ICE3, haben sie eigentlich gut gemacht. Also der schnurrt am Leistungshebel, der bremst aber auch sehr gut. Jetzt können wir noch ein Stückchen weiter runterbremsen. Also die Übersetzung hier ist gut gemacht worden. Wobei ich es halt aus der Realität euch nicht mitteilen kann. Ich bin kein Triebfahrzeugführer. Hat sich leider nicht ergeben. Ich wollte es mal werden, aber ja. Das wollte die Bahn nicht, sagen wir es mal so. Ja, wir sind aber doch noch deutlich pünktlich dafür, dass wir den Münchner Hauptbahnhof gerade ein bisschen verspätet verlassen haben. Ich denke mal so, wie gesagt, 30 Sekunden irgendwie zu spät, aber das zählt ja in den Augen der Deutschen Bahn noch pünktlich, bis alles, was ich glaube 4 Minuten 59 drüber den nächsten Bahnhof dann noch erreicht. Ist in der Statistik als pünktlich anzuwerten. Alles, was ab 5 Minuten 1 den Bahnhof erreicht, zählt dann halt auch als zu spät.
Jetzt habe ich ein bisschen zu früh gebremst. Das kostet uns jetzt wieder ein paar Sekunden. Weil wir sollen hier vorne direkt am Bahnsteigende halten. Und dann sind wir auch da. Wie gesagt, ich habe es geschätzt, 30 Sekunden drüber. Das ist auch der Fall. Öffnen die Türen. Um 50 sollen wir hier schon wieder weg sein. Also nicht mal eine Minute Standzeit. Das ist sportlich. Natürlich dauert es jetzt gerade ein bisschen länger, aber kein Problem. Und dann geht es jetzt auch gleich hier auf die Schnellfahrstrecke. Zunächst mit 130, dann 160 und ich glaube, dann ist die Strecke ausgelegt auf 280, wenn ich es richtig weiß. Bis kurz vor Augsburg. Wir verriegeln die Türen und dann machen wir uns hier wieder weg. Oh, ich liebe den Anfahrtssound vom ICE. Warten auch wieder, dass er umspringt auf die 130 km/h. Das ist jetzt der Fall. Und dann machen wir uns hier weg aus Pasing. Hier 160. Müssen wir natürlich auch erst komplett passiert haben. Haben wir jetzt dann AFB auf 160. Und dann beschleunigen wir hier hoch, bis wir gleich wirklich auf der Schnellfahrstrecke angekommen sind. Da springt er dann auch in die LZB gleich rein. Piept jetzt gleich einmal, beziehungsweise macht so ein Geräusch. Würdet ihr denn hier unten auch sehen, dann geht hier die 85 auf der rechten Seite unten im Bildrand weg. Und dann sind wir, ja, geführt durch die Technik. Das heißt, ich kann mich rein theoretisch ganz entspannt zurücklehnen. Und brauche dann nur noch die SIFA betätigen. Alles andere macht der Zug selber. Da kommt uns die nächste Baureihe 403 entgegen. Auch wieder ein ICE3, müsste Doppeltraktion sein. Ist er auch. So, ich warte nur noch auf der rechten Seite unserer Gleise jetzt gleich auf das Schild LZB. Und dann schalte ich die AFB gleich auf 300 hoch. Ja, in knapp einem Kilometer sind wir dann auch schon auf dieser Schnellfahrstrecke. Dann gucken wir mal. Da war das LZB.
Schild. Ihr habt das Geräusch gehört. Ich kann jetzt die AFB auf 330 schalten, weil schneller als 200 wird unser Zug denn jetzt gleich nicht fahren. Wird alles gehandhabt durch die Technik. SIFA. Ja, die SIFA muss ich schon noch bestätigen. Genau, dann haben wir hier zwei Gleise für die schnellen Züge und dann haben wir auf der linken Seite noch zwei Gleise für den S-Bahn- und Regionalverkehr hier auf der Strecke München-Augsburg. Ihr seht, trotz dass ich die AFB auf 330 km/h geschaltet habe, bleibt unser Zug konstant bei 200 km/h bzw. 199. Und ich habe mir auch sagen lassen von einem Lokführer der Deutschen Bahn, der Hochgeschwindigkeitszüge fährt, unter anderem die Baureihe 403 als auch den ICE 1, dass dann, sobald man in der LZB ist, auch ein rotes Signal angezeigt bekommen kann. Der Zug bremst trotzdem nicht, weil diese roten Signale dann über die LZB gesetzt werden vom Fahrdienstleiter auf der Strecke. Das heißt, rote Signale können dann auch überfahren werden. Die gelten für die Hochgeschwindigkeitszüge nicht. Da wird dann über die Technik für den Zug gemeldet am Streckenkilometer. Ich sage jetzt mal 201.4, da hältst du bitte an und das erkennt der Zug dann, diese Meldung, und macht das dann auch. Dort am besagten Streckenkilometer stehen bleiben. So, jetzt dürfen wir 230. Ich glaube, das letzte Stück nach Augsburg sind 280, wenn ich es richtig weiß. Ich kann mich aber auch irren. Sollen wir in 14 Minuten schon in Augsburg sein und es sind noch 34 Kilometer. Ja, ansonsten, was gibt's Neues? Wie gesagt, die Folgen für euch, Arno, Landwirtschaftssimulator, The Long Dark und hin und wieder meine Folge Trainsimul 3, produziere ich für euch. Björn ist weiter dabei, Watch Dogs 2 oder Watch Dogs, keine Ahnung welcher Teil, ich glaube der zweite war es, als auch sein Recyclinghof und die Taxifirma da für euch zu produzieren. Also es kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was auf euch zu, was ihr euch dann angucken könnt. Sofern ihr möchtet. Ja, wir warten noch unter anderem auf das Wechselladerfahrzeug in Notruf 112. Da ist jetzt ein kleiner Sneak Peek, so nenne ich es immer, also ein kleiner Spoiler erschien durch die Entwickler. Es handelt sich hierbei um einen Wechsellader der Marke Scania. Ist ein schönes Fahrzeug geworden. Wenn ihr es euch anschauen wollt, müsst ihr einmal auf unserem Discord-Kanal vorbeigucken. Dort haben wir den veröffentlicht. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Und wenn ihr dann auch Discord habt und euch für Notruf 112 interessiert, könnt ihr natürlich auch auf dem Discord-Kanal von Notruf 112 vorbeigucken.
Auch den haben wir dort mit angehangen. Also jetzt nicht in der Infobox, sondern auf unserem Discord-Kanal. Wie gesagt, einmal klicken lohnt sich auf jeden Fall. Das Ganze ist kostenfrei. Könnt ihr nichts verkehrt machen. Ja, jetzt hat aber gerade das Spiel kurz einmal einen Ruckler gehabt. Was mich wundert. Hat er wahrscheinlich gerade kurz noch einmal Texturen nachgeladen. Auf einigen Strecken von Train Simulator 3 macht er das. Das ist unabhängig eurer PC-Leistung. Da lädt er dann plötzlich doch einmal noch was nach. Warum das so ist, weiß ich nicht. Auch das haben ganz, ganz viele schon auf Steam bemängelt bei den Entwicklern. Aber da gab es wohl noch keine passende Lösung. Beziehungsweise habe ich manchmal den Eindruck, wollen die Entwickler da auch keine Lösung finden. Stattdessen macht man, was mir bislang unbegreiflich oder immer noch unbegreiflich ist, ich glaube nicht mal ein Jahr später setzt man dann auf Train Simulator 4, wobei Train Simulator 3 da halt wirklich noch einiges Potenzial gehabt hat. Und da habe ich dann gesagt, den Spaß mache ich nicht mit, dann behalte ich lieber Train Simulator 3, als nochmal Geld jetzt auszugeben für Train Simulator 4, wo ein bisschen was an der Grafikschraube gemacht worden ist und dass sich halt die Passanten jetzt hinsetzen können oder einen Schirm auspacken können. Ja, muss nicht sein. Also total überflüssig. Ich finde, da darf ich dann auch mal als Spieler Kritik äußern. Ich weiß nicht, falls ihr euch mit dem Genre beschäftigt, Train Simulator 3, Train Simulator 4, falls ihr die Vorgänger habt, wie Train Simulator 2 oder Train Simulator 2022, schreibt es gerne einmal mit in die Kommentare, ich würde mal eure Meinung dazu hören, wie ihr dazu steht. Wie gesagt, meines Erachtens nach total unnötig gewesen, da den vierten Teil mit auf den Markt zu schmeißen. Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema Geld regiert die Welt, ne? Eine Entwicklerfirma, die ich persönlich lobe. Jetzt muss ich gerade einmal gucken. Moment, es hat gepiept. Okay, in 4 Kilometern sollen wir dann auf 150 sein. Weil es dann schon Richtung Augsburg geht. Wir bleiben bei 230. Finde ich ein bisschen schade. Tagsüber. Es ist dann manchmal so, dass man hier auch dann mit 250, 280 Sachen fahren kann. Ne? Aber nochmal, um zurückzukommen, welche Entwicklerfirma ich wirklich mag, ist SCS Software. Ich kriege kein Geld dafür, das möchte ich im Voraus sagen. Persönliche Meinung ist das. Die sind verantwortlich für den Euro Truck Simulator 2. Mein Gott, Wortgulasch heute. Und ja, das Ding ist jetzt über 10 Jahre alt und die entwickelt immer noch weiter mit neuen Maps, mit Reworks der alten Maps, also sprich grafische Veränderungen, Aufhübschung. Lassen sich da immer irgendwie was Neues einfallen, haben jetzt neue Trailer mit reingeholt von Krone, von Feldbinder und was weiß ich nicht alles. Und schmeißen jetzt demnächst sogar mit dem Update 1.46, ist es, nee, 1.4, nee, 1.5, irgendwie sowas. Auf jeden Fall einen neuen Truck dann von aus dem Hause Renault noch mit rein. Gut, Renault kann man mögen, kann man auch sein lassen. Ne? Ich finde den Truck hübsch, sag ich mal so. Von den ersten Bildern, die sie geleakt haben. Also sehr, sehr schön. Und auch für den amerikanischen Truck Simulator entwickeln die immer neue, ja, bei uns in Deutschland heißt es Bundesländer, dort sind es halt die Staaten, immer neue mit rein. Also das wird nie langweilig. Man hat immer irgendwie was zu tun oder was zu erkunden.
Wahnsinn. Und wie gesagt, das Ganze jetzt seit über 10 Jahren, ohne dass die da Euro Truck Simulator 4 oder 5 bislang rausgehauen haben. Entschuldigt, wie gesagt, heute Wortgulasch. Das ist anstrengend. Das kommt, wenn man den ganzen Tag am Sprechen ist. Ja, und dann geht es jetzt auch schon in großen Schritten in Richtung Augsburg. Es sind noch 7,5 Kilometer. Und ich mache gar nichts, außer die SIFA bestätigen. Und ihr seht, durch die LZB wird unser Zug sanft runtergebremst. Jetzt gleich auf die 150 km/h. Und dann sollte sich gleich auch die LZB wieder verabschieden, weil die LZB wird meines Wissens nach nur eingesetzt bei Streckenabschnitten über 160 km/h. Bis 160 km/h regelt die PZB. Müssen wir wahrscheinlich dann gleich auch einmal bestätigen. Dann müssen wir die Leistung kurz rausnehmen, die AFB einmal ausschalten und dann, sobald wir aus der LZB raus sind, alles wieder anmachen. Ja, es ist ziemlich dunkel, doch im morgendlichen Verkehr zu fahren. Bitte entschuldigt das, beim nächsten Mal werden wir uns wieder tagsüber auf die Strecke begeben. Aber ich dachte, ich nehme euch mal mit auf der Strecke. So, und dann müssen wir gleich in 3 Kilometern die 90 km/h erreicht haben. Deswegen nehme ich die Leistung jetzt gerade einmal raus und lasse den Zug nur noch rollen. Und ab 2 Kilometern würde ich sagen, fangen wir an zu bremsen. Und jetzt kam auch gerade schon das Signal, dass wir einmal uns jetzt gleich aus dem LZB-Bereich entfernen. Genau, die AFB ist jetzt gerade diesbezüglich einmal ausgeschaltet. Schalten den Hebel natürlich auch aus und dann schalten wir gleich wieder auf die Sollfreigabe. Wobei, wir können sie auch eigentlich komplett auslassen, weil wir jetzt ja gleich Augsburg erreichen und nach Augsburg geht es ja nicht weiter. So. Jetzt unter 85 km/h bremsen, auch das kriegen wir hin. Und wie gesagt, lassen wir uns jetzt reinrollen in Augsburg. 1,6 Kilometer sind es noch und wir haben noch knapp, ja, 2,5 Minuten Zeit. Das heißt, die Verspätung ist hier auch wieder aufgeholt, mit der wir München verlassen haben. Auch das bestätigen wir wieder, dass uns in 1 Kilometer Halt angezeigt wird. Bremsen schon mal runter. Können wir jetzt ganz sanft machen.
So, einmal unter 24 km/h. Vor uns jetzt doch gleich hier noch auf den letzten Metern die Zwangsbremsung reinhaut, aber ich muss sowieso abbremsen. Ich versuche mal punktgenau zu halten. Das ist jetzt ein bisschen Spiel mit der Bremse. Ja, 2 Meter, komm. Da soll wohl keiner schimpfen. Dann öffnen wir die Türen, lassen die Fahrgäste aussteigen und der Zug begibt sich dann weiter über die Schnellfahrstrecke Würzburg-Kassel. Also der nächste Halt dieses Zuges müsste dann Nürnberg sein, dann Würzburg, dann Fulda, dann Kassel. Dann käme meines Erachtens nach Hannover, Wolfsburg und dann Berlin-Spandau. Berlin Hauptbahnhof und dann Gesundbrunnen. Ich glaube, das ist die Strecke, die der Zug zurücklegen würde. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, können wir in der nächsten Folge gerne einmal den Nahverkehr machen oder wir übernehmen den Zug dann hier in Würzburg und nehmen den dann mit auf der Strecke Würzburg nach Kassel. Das sind ungefähr eine Stunde, anderthalb, irgendwie sowas. Also wie gesagt, wenn ihr möchtet, gerne einmal mit dabei sein, schreibt es in die Kommentare. Ich schließe die Türen, sage danke fürs Zuschauen und bitte Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, vielen Dank, liebe YouTube-Gemeinde, Zuschauer und Abonnenten fürs Zuschauen. Bitte lasst auch ein Like da und wenn noch nicht gemacht, auch ein Abo. Wir haben noch so einiges vor. Schneller erfahrt ihr es über Discord, also schaut dort einfach mal nach. Wir sehen und riechen uns bald wieder hier auf dem Kanal bei meinen Zwibbelring TV. Also, ciao, ciao, ciao.